Es gibt Momente als Sammler, gerade im Vintage-Bereich, da bleibt einem fast die Spucke weg und man macht manche Dinge mit absoluter Ehrfurcht. Heute ist so ein Tag. Ein Tag oder ein Moment, den ich wahrscheinlich nur einmal in meinem Leben so erleben werde. Und den werde ich jetzt mit euch teilen. Ja, herzlich willkommen im Motu-Dad Wohnzimmer. Ihr seht es schon an der anderen Einstellung und auch so ein bisschen an meiner Sprachlosigkeit und an meinem ruhigen Ton, dass heute ein ganz besonderes Video ist. Ihr wisst, ich bin großer Vintage-Sammler und ihr habt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass ich den ein oder anderen heiligen Gral auch mein eigen nennen darf. Was ich übrigens als nicht selbstverständlich erachte. Und ich habe aber etwas bekommen, was ich so nie für möglich gehalten habe. Ich habe viele coole Sachen. Ich habe die Riesen Mexico Titus, den es eigentlich tatsächlich gar nicht gibt. Ich habe fantastische Laserfiguren. Ich habe eine wundervolle Eternia. Ich habe das Ladendisplay, ja, komplett mit den Originalfiguren, die dazugehören. Ich habe das Ladybird-Display, was ultra selten ist. Ach, ganz viel mehr. Aber du kommst irgendwann als Sammler, gerade wenn du dann in diesem Bereich auch sammelst, kommst du halt an einen Punkt, wo du wahrscheinlich die einmalige Chance deines Lebens hast, eine bestimmte Figur zu bekommen. Und diese Chance habe ich benutzt. Und heute, am 20.01.2023, kam das Paket an. Ja, ich hatte den Kauf dieser Figur tatsächlich für dieses Jahr geplant. Und wie das immer so ist, an bestimmte Leute kommt man nur durch bestimmte Kontakte. Und diese Kontakte habe ich genutzt. Und hatte gesagt, jetzt schreibe ich einfach mal und habe gesagt, hey, ich will mir dieses Jahr diese Figur kaufen. Und dann sagt er, hey, ich bin gerade unterwegs, ich komme morgen nach Hause, ich habe da was für dich. Ja, und das hat er auch getan. Und ich war gerade mit meiner Freundin am Telefonieren und habe dann gesehen, er hat mir Bilder geschickt. Und ja, ich habe dezente Schnappatmung bekommen. Und natürlich war es so, dass er hat mir dann Bilder geschickt und was dazu geschrieben, Preis genannt und dann haben wir hin und her geschrieben, haben geguckt, wie wir das alles machen. Am Ende des Tages haben wir uns geeinigt und ja, es ist eine Figur aus Argentinien. Und es ist eine spezielle Figur aus Argentinien und wohl die seltenste und gefragteste Variante, denn diese Figur gab es auch als normale Version. Ja. Ja, ich würde sagen, wir packen das Ding auf. Es kam heute an, ich hatte dann noch Meetings und so weiter und ich habe auch nicht reingeguckt. Ich habe auch diese Tüte hier, so sieht es aus, wenn was mit Express verschickt wird. Die habe ich gar nicht aufgemacht. Verschickt wurde es am Dienstag. Und hat jetzt tatsächlich von Argentinien 3 Tage hierher gebraucht. Heute Nacht habe ich eine E-Mail bekommen. Ich war sehr lange wach. Ich habe gesehen, dass es gestern Abend in Paris war, gestern am 19. Und dann habe ich heute Nacht eine E-Mail bekommen, so um 1:15 Uhr. Ich war noch wach. Verzollung habe ich gleich bezahlt, kann man machen bei Express, alles online. Ja, und heute um die Mittagszeit war es da. Und wir holen ihn raus. Mann.
ist, glaube ich, einer der größten Auspackmomente meines Lebens. Ich kann nicht viel sagen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Zugucken. Ja. Ich habe mir ein paar Adidas-Schuhe gekauft. Okay, es ist hier zugeklebt nochmal. Achso. Boah, ich. Kein Witz jetzt, Leute, es ist wirklich ernst. Ihr seht noch nichts, ich auch nicht. Okay, das lege ich mal zur Seite. Das ist die Karte. Ich brauche eine kurze Pause. Okay, also Argentinien, ich glaube, es ist klar. Ja, Firma Top Toys. Und bevor ich euch die eigentliche Figur zeige, die ich bekommen habe, hat er mir noch ein Geschenk eingepackt. Und er hat mir das gesagt, dass er mir noch ein Geschenk einpackt. Und das ist auch eine Top Toys Figur. Und es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfiguren. Und das, er wusste das nicht. Aber es ist gerade. Ja, ich habe hier noch einen Triklops bekommen. Ja, aus Argentinien. Dazu. Oh mein Gott. Ja. Ey, ich kann nicht mehr. Ey, meine Hand. Oh mein Gott. Ich weiß, was da jetzt gleich kommt, ja. Ich versuche euch die Figur jetzt einfach mal zu zeigen. Den habe ich noch so dazu bekommen. Schau dich den an. Oh mein Gott. Okay. Es wird leider nicht so ein sprachgewandtes Video momentan. Okay. Wir fangen an, nicht mit der Figur, sondern wir fangen an mit Dingen, die bei der Figur dabei sind. Und auch das lohnt sich sehr, denn ich wette, die wenigsten haben das jemals in echt gesehen oder geschweige denn auf irgendwelchen Bildern. Oh Gott, das ist wirklich alles da. Ne? Okay, wir fangen an mit dem Minicomic. Das ist jetzt weniger spektakulär, also doch, es ist sehr spektakulär, weil er gehört dazu. Aber ihr wisst nach wie vor erstmal nicht, um was für eine Figur es geht. Ja, hier ist das Minicomic, in wahnsinnig guter Zustand. Schaut euch das mal an. ja. Wundervoll. Gut. Jetzt kommen wir zu dem, wo der Minicomic drin war.
Und oh mein Gott. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die Karte. Ihr habt es wieder, toll, jetzt ist die Spitze schon reingekommen. Ja, hier ist die Karte. Und ja, es ist ein Cobra Khan. Und zwar kein normaler Cobra Khan, sondern wir reden hier von einem Cobra Khan Camuflado. Was ihr hier seht, ist eine Originalkarte, unpunched. Das waren die Cobra Khan Karten. Cobra Khan gab es auch als normale Figur. Und die hatten dann hier diesen Cobra Khan Camuflado-Aufkleber drauf. Und Las Diablos Serpientes. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hier ist die Karte. Hier ist die Original-Camuflado-Karte von der Firma Top Toys. Hier ist die Rückseite. Das ist das Artwork. Hier sehen wir natürlich einen ganz normalen Cobra Khan drauf. Das ist normal. Das war so. Schaut euch das an. Leute, Leute, Leute. Und jetzt kommt etwas wirklich ganz Spezielles, was ich nur einmal auf einem Foto oder auf Fotos gesehen habe, aber nie in echt. Und zwar ist das der Zusatzzettel mit der Anleitung. Ich zeige euch erst mal kurz die Anleitung. Muss mal gucken, wie ich das hinkriege hier. Das ist die Anleitung. Das ist auch das, was wir natürlich auf der Karte mit drauf haben. Das ist der Originalzettel, der dabei war. Und jetzt kommt die Original-Bio des Camuflado-Khan. Oder Camu-Khan, wie er heute heißt. Ich zeige euch die und dann werde ich euch erklären, was in dieser Bio drin steht. Das ist die originale Bio von Camuflado oder Camu-Khan von der Firma Top Toys. Also, wir kennen das von der Origins-Version. Die Origins-Version ist umgedreht, denn die Originalgeschichte von Camuflado Khan war, dass Skeletor ihn tatsächlich auch nach Snake Mountain geholt hat, um weitere Kämpfer zu rekrutieren. Die Geschichten decken sich sehr. Aber im Gegensatz zur Origins-Geschichte, wo er bevor Camu Khan durch das Portal, Cobra Khan durch das Portal gegangen ist, ihn zu Camu Khan verwandelt hat, ist es hier umgekehrt. Hier hat er Camu Khan Cobra Khan durch das Portal geschickt. Er ist dann zurückgekommen mit weiteren Kämpfern und erst dann hat er als Belohnung die zusätzlichen Eigenschaften von Skeletor bekommen, ist zu Camu Khan verwandelt worden mit seinen zusätzlichen Eigenschaften und wurde zum gefährlichsten Kämpfer auf Eternia. Das ist die Originalgeschichte. Die Origins-Geschichte hat es tatsächlich umgedreht und ein bisschen anders geschrieben. Aber sie ist sehr nah am Original und ich habe es. Alleine das finde ich, ist schon absolut abgefahren, das zu haben. Aber was wäre das denn ohne die Figur? Und ja, oh mein Gott. Hier ist sie. Er ist hier drin. Und ich kann euch eines sagen, diese Figur, ich habe noch nie einen so wunderschönen Kamokan gesehen. Vintage, ja. Dieser Camuflado-Khan, er hat ihn als Mint bezeichnet. Das Problem ist bei den Figuren, die Haut, ich mache noch ein detailliertes Review, wo ich euch die Geschichte, auch die Herstellung der Werkzeuge und so weiter alles erkläre. Die Besprühung, die war so dünn, dass du auch bei diesen dunklen Flecken ganz schnell Abriebe hattest. Auch teilweise in den Verpackungen schon viel schlimmer, wie das sonst immer heißt bei normalen Figuren. Sind sie super empfindlich. Und auch mit dem Gold. Dieser Camuflado-Khan, ihr werdet das gleich sehen, hat eigentlich sein ganzes Gold noch. Und für einen Camuflado-Khan aus den 80er Jahren
kann man tatsächlich sagen, dass das ein MINT-Status ist. Ich hätte es nie gedacht, meine Lieben, dass ich jemals im Besitz einer solchen seltenen Figur bin. Jetzt ist sie da. Hier ist seine Waffe. Wir haben hier einen Kamokan mit den starken Beinmuskeln und den scheren Händen. Oh mein Gott. Holy moly. Ich zeige euch kurz die Waffe. Ihr kennt die Waffe, ne? Das ist jetzt, die ist ein bisschen heller von dem Grünton, den man sonst so kennt. Ja. Moment. So, hier ist die Waffe. Das ist die... Sorry, ich bin gerade so aufgeregt. So, hier ist die Waffe. Und hier ist der wohl schönste Kamokan, den ich je gesehen habe. Ja, das ist ein Original-Kamokan. Es gibt verschiedene Sachen. Also wir haben ganz viele Bilder und alles ausgetauscht. Es gibt verschiedene Sachen, wo du einen Kamokan bestimmen kannst, auch auf Bildern. Es gibt einfach bestimmte Punkte, auf was man achten muss. Diese Figur ist in einem noch besseren Zustand, wie ich es erwartet hätte. Es ist einfach unglaublich. Ich versuche ihn euch so gut wie möglich zu zeigen und das ist MINT, ja. Das kann man sagen, für eine solch seltene Figur ist das definitiv ein MINT-Zustand. Ich weiß nicht, ob wir das scharf kriegen. Moment. Oh mein Gott, bin ich aufgeregt. Oh, ich kann nicht mehr. So. Hier seht ihr den Kamokan. Wir sehen hier das Maul. Wir sehen auch an den oberen Schlitzen vorne, ist auch noch rot. Ja. Oh Gott, hoffentlich fällt der mir jetzt nicht aus der Hand, wenn ich den hier so drehe. Ja, genau. Und hier seht ihr... dass er auch ein bisschen Gold auf der Brust hat. Das ist normal. Es gab diese Sachen, wo das Gold dann auch, ich will jetzt nicht sagen, daneben gesprüht war, aber wo es dann halt dementsprechend auch so, jetzt muss ich mal gucken, dass ich diesen Dinger da richtig hinkriege. Sorry. Oh mein Gott, bin ich aufgeregt. So. Genau. Und hier seht ihr den goldenen Gürtel. Hier sind die Klauen. Hier sind die anderen Klauen. Es ist ein wahnsinnig guter Zustand. Ja, und dann hier am Rücken. Das sind die bemuskelten Beine, also die kräftigeren Beine. Wahnsinnig schöne Variante. Es gab ja mehr oder weniger drei verschiedene Varianten. Schaut euch das Gold an den Füßen. Ja. Boah, ist das eine Figur.
Das muss sitzen. Wir reden hier tatsächlich von wohl der gefragtesten Variante. Ich versuche das mal so ein bisschen hier reinzumachen. Der gefragtesten Variante, die es so gibt bei den Masters of the Universe. Mitunter die seltenste oder eine der seltensten Figuren, auch eine der teuersten, klar. Diese Figur ist ein absolutes Highlight in meiner Sammlung und ich glaube, ich kann sagen, ich habe einige Highlights. Aber das Ding ist. Ja, ich hätte es nie gedacht, ganz ehrlich, ich hätte es nie gedacht. Und das sind die Momente, wo du halt als Sammler wirklich so dastehst und einfach nur noch sprachlos bist. Kamukan mit allem, was dazugehört. Es ist einfach unbeschreiblich. Danke fürs Zugucken. Schreibt mir mal eure Meinung zu meinem Vintage-Kamukan in die Kommentare und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und abonniert doch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Dankeschön. Bleibt gesund, meine Lieben, und bleibt anständig. Tschüss.